Wir sind dabei, Damiens Anruf zurückzuverfolgen und damit wieder mal herzlich willkommen zu Watch Dogs. Ja, überrascht mich nicht. Sowas Großes wie das Seed. Ja, wir können ja auf dem Weg noch mal ein paar Leute scannen. Wurde kürzlich gefördert. Gratulation dazu, Travis. Und Rick Sims hat ein Hotelzimmer verwüstet. Also total der Rocker hier. Okay, wie weit müssen wir denn eigentlich laufen? Zurückverfolgen bis dort hinten? Ist eigentlich gar nicht so weit. Das sieht immer nur so weit aus. Woher will, dass ich die Straßenseite wechsle? Ich bin aber Fußgänger. Ja, was will Damien von uns? Ist er wirklich hinter der, ja, hinter seiner Schwester her? Ich weiß es nicht. Ich finde diese Story immer noch recht verzwickt und es sind so viele Charaktere, die noch fehlen. Oder die schon dran kamen, mit denen ich noch nicht allzu viel anfangen kann. Oh, der baut Modellautos. Ist das ein schönes Hobby oder ist das ein schönes Hobby? Wurde kürzlich Opfer eines Betrugs. Wahrscheinlich habe ich ihr Bankkonto gehackt. Feierte kürzlich Geburtstag. Oh, Gratulation zu Runden 40. Ah, es wäre so schön, wenn ich ein bisschen mit denen mich unterhalten könnte. Oh, die kann ich hacken. Hallo. Oh, $140. Und das kostenlos. Hat im College ein Porno gedreht? Stand das da jetzt wirklich? Nein. Okay. Ganz schöner Hengst. Ja, ich habe auch schon so vielen Anrufen hier zugehört. Da ging es um so absurde Dinge. Also wirklich zum Beispiel ums... Oh. Also hören Sie, ich habe es versucht. Sir, ich versichere Ihnen, dass es kein Problem mit der Leitung gibt. Sind Sie jetzt da? Klopfen Sie! Ja, Sir. Ich habe geklopft. Laut. Ich höre laufendes Wasser, also ist sie wohl unter der Dusche. Ich rufe sie zurück, falls es ein Problem geben sollte. Ihrer Mutter geht es sicher gut. Bitte, ja, mal gucken, ob es ihrer Mutter so gut geht. Aber ich habe auch einen Anruf abgehört, worum es darin ging, dass der Typ pinkeln musste, während er Sex mit seiner Freundin hatte und wie er das Problem aus dem Weg geschafft hat. Also, so absurde Dinge. Auf die, weiß ich nicht, wie sind die auf solche Dialoge gekommen? Haben die über ihre Problematik im wahren Leben gesprochen? Ah, wir treffen uns. Wo sind wir denn hier? Hier war ich noch gar nicht. Ist mir nie aufgefallen, aber hier ist so eine Art Cocktailbar, oder? Was soll das sein? Ah, sehr schön. Hoffentlich gibt es heute einen Cocktail gratis dazu. Ich bin in Feierlaune. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Juhu, gratis Cocktail. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Mhm. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur.
Danke für den Tipp. Krüppelkeile. Gab es nicht. Keine Krüppelkeile. Sie gehen friedlich aus dieser Situation raus. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlo passiert ist. Okay, im Merlo war das. Das ist total an mir vorbeigegangen. Wir haben ein neues Ziel gesetzt bekommen und wir haben hier, glaube ich, auch eine Sehenswürdigkeit. Da haben wir schon. Forever Skulptur. Hohle Gegenstände. Beste Kumpel, sie beide sollten öfter etwas zusammen unternehmen. Abzeichen freigeschaltet. Vergangener Ruhm. Diese Skulptur ist Kunst fürs Volk. Schön, dass sie so etwas interessiert. Okay. Wir hier in Chicago sind so weltoffen und vielseitig, wie es nun geht. Deshalb ist es uns auch völlig egal, wenn Platz für ein riesiges, prätentiöses Kunstwerk verschwendet wird. Dies war eines der ersten Geschenke von Joseph DeMarco an die Stadt. Er behauptet, der Titel Forever, für immer, symbolisiere Chicagos Unverwüstlichkeit, aber ich schätze, es ist eher eine Art Drohung, wie lange wir dieses Drecksding ertragen müssen. Es ist so richtig schön sarkastischer Humor. Ich liebe sowas. Ja, es sieht im ersten Moment echt aus wie so ein... Kennt ihr das Ende vom Kondom? Diese Gummi-Umrandung? Diese Gumminubi? Dieses Gumminubi? So wie das Gumminubi. So in der Art wirkt so ein bisschen. Oh, wir haben ein Verbrechen erkannt. Batman! Batman! Hilf dir! Ja, da werden wir doch mal eben hingehen. Wenn Hilfe gebraucht wird, dann soll er auch Hilfe bekommen. Deswegen klauen wir uns jetzt ein Auto und... Oh, ein Jeep. Sehr schön. Ich liebe Jeeps. Mal gucken, wie ich den so behandle. Ob der nachher noch lebt oder... So. Ah, die Musik bringt mich auch wieder richtig schön in Stimmung. Der Beat klingt so ein bisschen wie ein Song von der Bloodhound Gang, aber ich weiß jetzt schon, dass es nicht die Bloodhound Gang ist, natürlich. Falls es irgendjemand vermutet, wo ich das erwähne, dass ich jetzt denke, dass wir die Bloodhound Gang. Nein, denke ich nicht. Okay. Gleich sind wir da. Wir parken hier. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Und diesmal will ich es mir nicht versauen. Okay. Kann ich nirgendwo mich verstecken? Deckung! Ich suche Deckung! Ich fange schon wieder an zu singen. Eltern sind das Problem. Sobald sie Kinder haben, drehen sie durch. Sei endlich still! Im Ernst! Die können nicht mehr klar denken. Hier in der Gasse. Kann das sein? Denk doch bitte an die Kinder-Syndrom. Es geht immer nur um... Voll lächerlich. Nein. Warte, bis du Nein. Kinder hast. Nein. Gerade gestern hat ein Freund von mir einen 500-Dollar-Kinderwagen gekauft. Bitte nicht die Polizei rufen, nur weil ich eine Waffe in der Hand hatte. Nicht durchdrehen. Er weiß selbst, wie blöd das ist. Dreht nicht durch. Das ist alles gut. Und der Mann hat 50.000 Dollar Schulden. Alles ist gut. Ich tue euch nichts. Das war... Ich verpiss mich. Ich wollte nur mal mein Prachtexemplar präsentieren. Mann, wieso versau ich bloß immer diese verkackten Aufträge? Mann. Ihr merkt schon, also das wird bei mir in solchen Situationen dann doch nicht so spannend. Ich glaube, das ist die Aufregung. Was war das denn da? Frisch irgendwas? Frisch vermehlt.
Oh, und schon kassiere ich ihr Geld. Jetzt brauche ich aber wieder ein Auto. Da. Da ist doch so ein kleiner Mini. Meins. Oh, ist das süß. Okay, die Mission, die wollte nicht. Dann, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hä? Ist das so weit weg, die neue Mission? Ist sie in einem anderen Stadtteil? Oder bin ich einfach nur blind? Da ist der Pfeil. Da muss es irgendwo lang gehen. Da oben ganz. Okay. Ja, ich hätte mir doch mal eher ein schöneres Auto aussuchen sollen. Das mache ich jetzt auch. Hey, was soll das denn bedeuten? Dann will ich mein Motorrad, für das ich echt viel Geld hingeblättert habe. Wenn schon, denn schon. So entgehe ich auch so ein bisschen den Content-ID-Treffer. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Falls die Musik irgendwie rechtlich geschützt sein sollte, was sie leider letztens bei mir war, wie ihr wisst. So. Einmal über die Straße. No, no, no. Geht schon. Mann, da kannst du ruhig mal ein bisschen näher parken. So. Oh, ich habe einen Chat gehackt. Hab gestern dieses Mädel getroffen. Sie sagt, sie tut alles für mich. Und rate mal, wer heute seine Hausaufgaben gemacht hat. Hausaufgaben hat. Wer heute seine Hausaufgaben... Achso, Leute, du hast mir den Tag irgendwas. Jetzt habe ich das nicht richtig... Oh Gott. Jetzt ist der Fettsack hier, hat mich wieder abgelenkt. Guckt euch das Bild an. Rumor Mac. So, so. Hat ihr Telefon als gestohlen gemeldet, hält es aber in der Hand. Hm. Ja, jetzt wollen wir uns aber nicht zu sehr damit ablenken. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und die heißt herausfinden, was in diesem Nalo passiert ist. Wow, 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 Verzeihung. Ich weiß, das ist der Fußweg. Okay, rasen wir hier lang. Ups. Nam, nam, nam. Na, 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 na. Ach ja, heute ist richtig guter Verkehr. Man kommt wirklich überall durch. Und es ist auch grün, am laufenden Band. So. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So jetzt. Nein, ich, oh Gott, ich muss da rum. Oh, wir machen die Brücke mal hoch. Ihr kommt alle nicht mehr durch. Alle nicht mehr durch. Oh, guck mal, da ist sogar ein Tunnel. Geil. Das ist ja cool. Und diese Lichter. Ob das Radio hier, wenn du mit dem Auto durchfährst, überhaupt Empfang hat? In den meisten Fällen ja nicht, wenn du in der realen Welt durch den Tunnel fährst. Aber wie schön die auch alle... Abstand lassen zueinander, dass man da so, oh, ups, dass man da so angenehm dran vorbei kann. Und kaum habe ich das gesagt, ist mal wie, oh, ist mal wieder alles schief gegangen. Nam, 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 nam. Woi. Wo geht's überhaupt hin? Wo wohnt denn der Typ? Ist das hier eine Mine? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Oh, okay. Schätz beiseite. Jetzt wird's ernst. Er hat die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle nicht verloren. Ist doch alles super. Wieder so ein schönes Viertel. Wow. Oh, guckt euch das an. Straßengänger auf dem Parkplatz. Oh, oh, jetzt sehe ich erst, wo wir sind. Wir sind auf dem Friedhof. Wir sind auf dem Friedhof. Was? Hat drei unterschiedliche Adressen und registrierte Sexualstraftäterinnen? Ich hau dich kaputt. Scheiße, wir sind auf dem Friedhof. Oh, guckt euch das an. Oh nein, lass uns mal zu den anderen Leuten gehen. Die trauern wahrscheinlich alle hier. Wen habt ihr so? Was sagt euer Herz? Wen habt ihr verloren? Warum rückst du mir so auf die Pelle? Ihr macht Fotos von der Skulptur mit einem kleinen Penis?
Ist das euer Ernst? Wer ist denn das? Steht leider gar nicht dran, ne? Okay. Ihr seid hier auf dem Friedhof. Ein bisschen Respekt, bitte. Da hinten ist auch noch jemand. Was bist du? Bist du der Friedhofsgärtner? Entschuldigung? Sind Sie der... mutmaßliche Fälscher. Und Gärtner. Ja, das ist auch wunderbar. Oh, der macht auch das Grab. Hallo, Amateur-Performance-Künstler und Landschaftsarbeiter. Oh nein, da steht jemand am Grab. Verzeihung? Geht es Ihnen gut, Ma'am? Oh, wen haben Sie denn da zu betrauern? L. Walker. Auch aus der Nähe sind Sie hässlich. Was, das ist ein Verbrechen auf dem Friedhof? Ernsthaft jetzt? Auf dem Friedhof? Okay. Dann lunzen wir mal ein bisschen rüber. Was zum Kuckuck macht der da? Da hinten. Muss irgendwo da hinten sein. Ist es vielleicht da schon? Nee, da ist auch irgendwie gerade eine Beerdigung. Ja. Ach, da ist er. Ich soll den beschatten, ja? Reicht das denn, wenn ich hier hinter so einen... Du hast den Falschen ans Bein gepisst. Oh Gott! Okay. Du misch dich da besser nicht ein! Wow! Was? Wie? Zentrale, welche Abbruch vor? Er schießt! Schickt uns Hilfe! Was? Ich schieß gar nicht! Nein! Ich schieße überhaupt nicht! Video-Scan autorisiert. Starte jetzt die Suche nach Verdächtigen. Okay, ich brauch mal... Ich brauch das Ding. Ich brauch das Ding. Der Video-Scan hängt. Bitte warten. Okay. Perfekt. Er hängt. Noch habe ich Chancen, hier abzuholen. Alles gut. Bitte. Da stimmt was nicht mit dem Video-Scan. Moment. Okay. Muss das denn sein? Ja, es muss sein. Ich muss hier gerettet werden. Alter, warum fährt denn der mir hier hinterher? Ich kann ja gar nicht entkommen. Video-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Oh nein. Nicht schon wieder so eine Folge. Nicht schon wieder so eine Folge. Und jetzt habe ich auch noch so einen verkackten lahmen Jeep. Boah, was ist das denn hier? Warum habe ich jetzt so einen verdammten lahmen Wagen? Okay, ich muss irgendwo... Warte mal, können wir pausieren, indem wir auf die Brücke... Okay, wir suchen uns jetzt eine Brücke. Und spätestens bei dieser Brücke werde ich es schaffen... Da ist ein Verkehrstunnel. Spätestens bei der Brücke... Hochbahnstraße werde ich sie, denke ich, schaffen, abhängen zu können. Dafür brauche ich aber echt eine Brücke, weil ansonsten kennt ihr mich ja. Dann bin ich morgen noch hier am Abhauen. Ich wollte gerade zu diesem Friedhof. Menno. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wo ich bin. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da bin ich. Okay, da bin ich. Wo habe ich denn was zum Abhängen? Okay. Hätte ich jetzt ein schnelles Fahrzeug, ne? Dann könnte ich wenigstens diesen Scan nochmal benutzen. Also man sieht auch direkt, hier ist eine Brücke, aber die war, glaube ich, nicht zum Hochklappen. Die nächste Brücke müsste hier über den Highway sein. Und da. Da ist noch eine Brücke. Dann markiere ich jetzt mal das. Nein. Das? Nein. Ich markiere den Ort hier. Da fahren wir lang. Dann ab dem Ort, wo ich markiert habe, müssen wir links und dann auf die Brücke. Okay. Versuchen wir das. Auch wenn ich jetzt schon weiß. Wow, auf die Kacke, der in die Kurve geht. Oh, ich habe ein richtiges beschissenes Auto ausgesucht. Randa! Okay. Vielleicht haben wir noch Poller auf dem Weg. Dann habe ich genauso Glück. Nom, 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 nom. Ich kann für nichts garantieren. Zentrale, ja, garantieren wir für nichts hier. Nein, da muss ich lang. Wupp. Hier muss ich lang. Stehen bleiben, ich wiederhole, sofort stehen bleiben. Ihr könnt mich mal am Arsch. Ah, ein Poller. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wo ich lang wollte. Ich bin irgendwie gerade...
Wo wollte ich denn, Leute? Ich glaube, ich fahre gerade total den Umweg. Wo fahre ich denn lang? Ich wollte doch... Oh, verdammt. Ja gut, dann muss ich den anderen auch noch loswerden. Ups, fuck. Ich habe den Poller zu früh betätigt. Nein. Hopp. Na gut, dass ich so ein stabiles Auto habe, ne? Sonst wäre die Reise ganz schnell hier vorbei. Oh Mann, Leute, warum rennt ihr mir denn beide fürs Auto? Schnell aus dieser Zone raus. Der andere ist wenigstens auch zeitgleich mit mir gegen den Poller gefahren. Nein! Oh, Flucht erfolgreich. Wupp. Keine Sorge. Nicht in Panik ausbrechen. Oder ich gehöre dazu, wie die Irren. Ja, bitte. Okay, wir bleiben jetzt hier in der Seitengasse stehen und beenden die Folge. Leider konnten wir auf dem Friedhof nicht verweilen, weil der Penner auf mich geschossen hat und jetzt alle dachten, ich wäre der Irre mit der Knarre. Bin ich natürlich nicht, oder Leute? Oder? Bin ich? Was? Normalerweise flippen die aus, wenn ich hier mit Knarre rumlaufe und diesmal nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir wissen jetzt... Ups, jetzt habe ich sie gezogen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass es in der nächsten Folge definitiv auf einen Friedhof gehen wird. Und sehen dann, was passiert. Also schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.